Hier ist Viktor von FunkFit und in diesem Video geht es um die Dehnung eines der wohl am häufigsten verkürzten Hüftbeugermuskeln, und zwar den Rectus Femoris, der über zwei Gelenke geht, über die Hüfte und über das Kniegelenk und bei seiner Kontraktion sowohl die Hüfte beugen, aber auch das Kniegelenk strecken kann. Viel seltener ist der tiefliegende Hüftbeuger, der Musculus iliopsoas, von einer echten Verkürzung betroffen. Und du solltest das mit einem ganz einfachen Test vorab erstmal herausfinden, welcher der Hüftbeuger betroffen ist von einer Verkürzung, damit du die richtige Dehnung auswählst. Wie dieser Test funktioniert, habe ich bereits in einem anderen Video behandelt, das ich dir am Ende dieses Videos verlinke. Jetzt aber zur eigentlichen Dehnung des Rectus Femoris. Dafür brauchst du eigentlich nur eine einzige Übung, die zudem auch leider häufig falsch ausgeführt wird. Die Rede ist vom Halbkniestand mit einer überbetonten Hüftstreckung, bedingt durch eine starke Po- und Bauchanspannung. Denn bei dieser überbetonten Hüftstreckung bringst du genau hier Spannung auf dieses Gewebe. Dahingegen, einer der häufigsten Fehler ist, sehr weit in die Bewegung reinzugehen, hier ins Hohlkreuz zu verfallen. Bei einem Hohlkreuz ist die Hüfte gar nicht so richtig gebeugt, denn das Becken kippt ja bekanntlich nach vorne. Dadurch hast du hier Lockerung und zu einem Überfluss hast du auch noch mehr Streckung im Kniegelenk. Da der Rectus Femoris aber ums Kniegelenk geht und eine Streckung im Kniegelenk verursacht, musst du für eine Dehnung das Knie beugen, also in die entgegengesetzte Richtung gehen. Deshalb, um den Rectus Femoris optimal zu dehnen, Po anspannen, Becken nach hinten kippen, Oberkörper hier ein bisschen aufrichten, Bauch festhalten und dann solltest du hier sehr schnell eine starke Spannung bringen. Wenn du hier keine Spannung spürst, gibt es keinerlei Grund, den Couch Stretch zu machen. Denn diese Position hier mit einem rechten Winkel im Kniegelenk und einer gestreckten Hüfte ist als eine normale und ausreichende Rectus Femoris Beweglichkeit definiert. Auch wenn Kelly Starrett und viele andere Trainer diese Variante hier propagieren, macht sie aus trainingspraktischer Sicht ziemlich wenig Sinn. Denn A, deine Ferse ist näher am Po, dein Becken gekippt. Somit hast du im Vergleich zu dieser Position mit einer aufgestellten Beckenhaltung ziemlich wenig gewonnen. Du hast allerdings in dieser Haltung ein Hohlkreuz, bist in dieser Position und dein Körper merkt sich diese Position. Also keine gute Sache. B. Falls es dir doch gelingt, hier ein aufgerichtetes Becken zu halten, hast du wahrscheinlich so eine unphysiologische Länge deines Rectus Femoris dir antrainiert, dass sie nachteilig bei anderen Bewegungen sein könnte. Anders ausgedrückt, wenn du das richtig machen kannst mit einem aufgerichteten Becken, dann brauchst du diese Übung schon lange nicht mehr. In der Videobeschreibung verlinke ich dir außerdem weitere Infos zu meinem 360-Grad-Mobility-Seminar, in dem es um artgerechte, natürliche, physiologische Beweglichkeit in allen unseren Gelenken geht und darum, wie du diese möglichst schnell erreichst. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und wenn du das Video teilst, falls du jemanden kennst, den diese Infos hier auch interessieren könnten. Ansonsten kannst du den Kanal natürlich abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!